Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute kommt ein Rezept von mir mit Ausstechkeksen. Und zwar habe ich meinen Plan ein bisschen geändert wegen Weihnachten. Deswegen werde ich dann diesen Monat nur noch Kekse und türkische Torten posten, sodass wir dann im neuen Jahr mit Salaten und leichten Sachen anfangen können. Ich denke mal, dass im neuen Jahr keine von euch Tortenrezepte oder Keksrezepte sehen möchte. Deswegen passt das auch sehr gut, dass ich jetzt erstmal meine Keksrezepte und türkische Torten und türkische Süßspeisen einfach in den Monat Dezember mit hineinschiebe und dann sehen wir dann im neuen Jahr weiter. Ich werde euch heute wieder ein Grundrezept geben mit Ausstechkeksen und dann ein paar Ideen, wie ihr dann eure Kekse dekorieren könnt. Ich werde jetzt nicht 3-4 Videos draus machen, weil wie gesagt, ich habe noch so viele Projekte und Ideen, die ich euch zeigen möchte. Und wenn ich jetzt 5-6 Ausstechkeksrezepte daraus machen würde, ich komme nicht weiter. Deswegen möchte ich das so schnell wie möglich hinter mir bringen, dass ich dann im neuen Jahr, wie gesagt, mit herzhaften Sachen weitermachen kann. Für die Ausstechkekse brauchen wir so ca. 125 Gramm Butter, Zimmertemperatur. Dann habe ich hier ein Ei, 100 bis 125 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillezucker. Dann habe ich hier ein Päckchen Backpulver und ca. 250 Gramm Mehl. Das ist das Grundrezept. Ihr könnt natürlich dazu, wenn ihr einen dunklen Teig haben möchtet, Kakao mit hinein. Oder ihr könnt zum Beispiel auch Orangenaroma, Vanillearoma, alles was ihr haben möchtet, mit hineingeben. Oder Kakaopulver, schmeckt auch sehr gut. Das ist erstmal das Grundrezept. Als erstes werde ich die weiche Butter mit dem Zucker, Vanillezucker richtig schaumig schlagen. Habe Mehl und Backpulver miteinander vermischt und werde das dann nach und nach hineingeben. Und eine Prise Salz habe ich auch noch dazu gegeben. Also am Anfang ist der Teig natürlich immer so bröselig und ihr habt das Gefühl, das könnt ihr gar nicht jetzt zusammenkriegen. Lasst euch aber nicht davon verwirren, einfach weiter kneten. Ihr müsst den Teig so lange kneten, bis er nicht mehr auseinanderfällt. Je länger ihr knetet, desto besser hält das dann auch zusammen. So, ihr seht, dass das ein schöner, geschmeidiger Teig geworden ist. Jetzt werde ich meinen Teig in eine Frischhaltefolie einpacken oder ihr könnt auch im Gefrierbeutel und dann eine Stunde in den Kühlschrank stellen. So, jetzt werde ich meinen Teig ausrollen, so circa 2 cm dick und ausstechen. Ich habe hier verschiedene Ausstecher. Ich werde einfach mal verschiedene Motive ausstechen. Ich habe meine Kekse auf ein Blech gegeben und werde diese dann bei 180 Grad ca. 10 bis 15 Minuten backen. Dann habe ich hier ein Blech in Herzform ausgestochen. So, ich habe meine Kekse so ca. 13 Minuten gebacken. Jetzt sind sie raus aus dem Ofen und werde diese dann vollständig auskühlen lassen. So, ich bin fertig mit Kekse backen. Ich habe insgesamt 4 Blech gebacken. So, jetzt fange ich an, meine Kekse zu dekorieren. Ich fange mal mit den Herzen an. Ich habe hier dunkle und helle Schokolade zum Schmelzen gebracht. Zuerst werde ich dann meine Herzen nur von einer Seite in die dunkle Schokolade eintauchen. Und hier habe ich dann meine
helle Schokolade. Jetzt werde ich einfach so ganz dünne Linien ziehen. So, jetzt könnt ihr mit einem Zahnstocher wieder das einfach runterziehen. So sehen denn die dekorierten Kekse aus. Jetzt lasse ich die vollständig auskühlen. So, meine Sterne habe ich dann jetzt auch mit dunkler Schokolade überzogen. Allerdings werde ich dann hier nur ein paar Tropfen. Entweder könnt ihr die Punkte einfach drauf lassen oder einfach hier zueinander ziehen und ein bisschen verbinden, dann sieht das auch wie ein kleines Herzchen aus. Ich habe hier Schokolade mit Geschmack gefunden, wegen der Farbe. Das ist einmal Orange, dann habe ich Limon und Kiwi. Ich werde jetzt die Schokolade zum Schmelzen bringen und dann meinen Tannenbaum damit überziehen. So, meinen Tannenbaum habe ich auch mit grüner Schokolade überzogen. Das ist Schokolade mit Kiwi-Geschmack und da sind auch keine Farbstoffe drin. Und habe dann auf jedem Tannenbaum so Glitzerzucker drauf gegeben, damit das auch schön leuchtet und wie ein Tannenbaum aussieht. Weihnachtsbaum. Ich feiere kein Weihnachten, aber ich weiß, wie man einen Weihnachtsbaum schmückt. Und gebe dann noch so Zuckerperlen drauf. So sehen dann meine Weihnachtsbaumkekse aus. Dann habe ich meine Stiefeln, die werde ich dann mit Rot überziehen. Ich habe hier rote Schokolade. Das ist dann Schokolade mit Himbeergeschmack. Ich werde dann hier ein bisschen Schokolade aufgeben. Und gebe dann noch eine Perle drauf. Ich habe noch grüne Schokolade übrig, damit kann ich dann hier ein paar Pünktchen machen. So sehen dann die Stiefeln aus. So, ich habe dann hier noch meine Glocken und die werde ich dann auch einfach mit dunkler Schokolade überziehen. Hier werde ich dann einfach Kokosraspeln drüber streuen. Und die rote Schokolade, die ich übrig habe, einfach hier dekorieren. Und gebe auch hier noch so eine Zuckerperle, aber in Silber. Meine letzten Kekse habe ich dann auch mit Schokolade überzogen, diesmal mit Erdbeergeschmack. Und werde dann einfach Schokostreusel drauf geben. Nun ist aber genug. Ich bin fertig. So, nun bin ich aber fertig mit der Dekoration. Die sehen dann auch wirklich super aus. Hier die Stiefel, dann Weihnachtsbaumkekse. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss bis zum nächsten Video.